Ja, ich will namens mein Land, ja, Rach und Muttern. Ich habe ein Apartment, ich will kopen. Sorry, verkopen. Dach. Hast du eine Vorstellung, wie viel Jake Stacy abgenommen hat? 250 Riesen. Und, haben wir ihn? Sieht so aus. Danke, dass du trotz deiner vielen Termine noch Zeit für mich gefunden hast. 5 Minuten. Gewiss, ja. Ich hab's wirklich eilig, Jake. Was willst du? Du hast es weit gebracht, Mick. Das habe ich nicht allein geschafft. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, Stacy. Aber den letzten Schritt habt ihr noch nicht gewagt, oder? Du und Stace, ihr seid immer noch nicht verheiratet. Was ist der Grund dafür? Kalte Füße bekommen? Du hast es uns nicht leicht gemacht, dich zu finden, um dir die Scheidungspapiere zu geben. Vielleicht will Stacy die Scheidung gar nicht mehr. Als ich sie nach eurer Heirat fragte, klang sie nicht allzu begeistert. Wann soll sie dir das gesagt haben? Hat sie dir nicht erzählt, dass ich gestern in eurer Wohnung war? Ich finde, wir haben jetzt lang genug geredet. Du kennst meinen Vorschlag noch nicht. Ich glaube kaum, dass er mich interessiert. Ich bin ziemlich sicher. Ich gebe dir eine zweite Chance. Eine zweite Chance? Inwiefern? Heute Abend findet ein Pokerturnier statt. Der Gewinner bekommt alles. Wie wär's? Willst du nach all den Jahren nicht nochmal versuchen, mich zu schlagen? Wie kommst du auf die Idee, dass mich das reizt? Das wird von einem gewissen Ben Morgan organisiert. Er wird der Geber sein. Für 25.000 bekommst du einen Platz. Ich soll an einem Spiel teilnehmen, bei dem du den Geber auswählst. Du glaubst, ich würde dich reinlegen? Einmal ein Falschspieler, immer ein Falschspieler. Quatsch, das habe ich gar nicht nötig. Denn ich habe das hier. Du glaubst, du wärst klüger als die meisten anderen. Du glaubst, du kannst jeden überlisten, austricksen. Aber die Wahrheit ist, ich sehe dich als billigen Verlierer, der dumme Kunden mit kleinen Betrügereien reinlegt, um sich über Wasser zu halten. Damit will ich nichts zu tun haben. Stacy muss dich nicht austricksen. Okay, auf der anderen Seite war ich nicht da, also gab's auch keine Konkurrenz. Ah, und jetzt ist die Konkurrenz wieder da. Du bist sehr von dir überzeugt, Jake. Stacy ist nie wirklich von mir losgekommen. Okay, kein Problem. Ruf mich an, wenn du mit einsteigen willst. Wenn ich dich auf die Tour wieder loswerden kann, dann ja, dann bin ich dabei. Schande Toiletten. Ben Morgan? Jake! Nein, es ist noch nicht zu spät, nein. Alles klar? Wir treffen uns. Wir haben ihn. Na schön, es geht um Texas Hold'em. Sind allen die Regeln klar? Passen Sie bitte gut auf. Oh, danke. Wenn das Spiel losgeht, erhält jeder Spieler 2 verdeckte Karten. Dann kommt der Flop. Eine bleibt verdeckt, 3 werden gezeigt. Bei jeder Runde muss man einen Einsatz machen, um im Spiel zu bleiben. Als nächstes die Turncard oder 4-Street. Dann the river. Dahinter steckt folgende Idee. Aus den Karten, die man auf der Hand hat und den Karten, die auf dem Tisch liegen, das bestmögliche Pokerblatt zu erhalten. Tricky daran ist, dass man leider nicht weiß, welche die verdeckten Karten der anderen Spieler sind. Also wettet man darauf, dass man die beste Hand hat. Und sobald man wettet, müssen die anderen denselben Einsatz bringen, erhöhen oder aussteigen. Allerdings, wenn man denkt, man hätte die beste Hand. All in. Ganz ruhig, Tiger. Ich habe alle Chips gesetzt, weil ich glaube, dass er blufft. Er hat nichts auf der Hand. Während ich 2 Damen mein nenne. Und mit der Dame im Flop sind es 3 von einer Sorte. Er denkt, ich würde bluffen. Aber ich kann diesen Jungen lesen wie ein Buch.
Das Schöne ist, dass ich hier noch zwei Zähnen habe. Das ist ganz und gar nicht übel. Mein Blatt ist sicher besser. Wenn er jetzt verliert... Hey, wenn er jetzt verliert, ist er raus. Er hat bereits alle Chips gesetzt. Er verliert nicht nur die Hand, er verliert das ganze verdammte Spiel. Also gewinne ich. Deckst du jetzt endlich auf, oder was? Ganz schön nervös, hä? Na schön, ich will sehen. Der blufft doch. Drei Damen schlagen zwei Zähne. Der Deal sieht so aus. Ich beteilige mich an Ihrem Betrug. Also ehrlich, finden Sie das nicht etwas unfein ausgedrückt? Ich ziehe es vor, es eine Gelegenheit zu nennen. Und ich habe beschlossen, diese Gelegenheit dazu zu benutzen, noch jemanden mitzubringen. Ah. Mickey Stone. Und wer ist Mickey Stone? Jemand, der etwas hat, das ich will. Tja, je mehr Spieler teilnehmen, desto mehr Geld ist im Pott. Umso besser für Sie und mich. Ganz genau. Und deswegen bin ich auch daran interessiert, den Pott größer zu machen. Wie viel? Mindesteinsatz 50 Riesen. 50? Tja, ich muss sehen, ob die anderen Spieler kurzfristig so viel aufbringen können. Und? Dein Einsatz und mein Einsatz sind 100 Riesen. Dazu noch Ben Morgans Einsatz von 25. Wir haben bereits unser ganzes Reservekapital dafür eingesetzt. Nicht ganz, da ist noch meine Lebensversicherung. Nein, Erby, denk nicht mal dran. Tja, wir tun das hier für dich schon vergessen und du bist jeden Penny wert, mein Engel. Und da ist noch das Geld, was wir für June beiseite gelegt hatten. Das kannst du nicht machen, Ash. Kann ich schon, wenn ich weiß, dass ich es zurückbekomme. Und zwar mit Profit, Stace. Ja, aber wenn wir verlieren, verlieren wir alles, was wir haben. Wir werden aber nicht verlieren. Also, wenn Albert, Snake Eyes und Chip Lacey überreden kann, für einen Platz am Tisch weitere 25 hinzublättern. Ist bereits geschehen. Dann brauchen wir noch einen. Mit allem, was wir bis jetzt haben, fehlen uns immer noch 20.000. 3 Stunden, um die aufzutreiben. Ja, ich wollte den Hund meines Chefs abholen. Seine Frau hat ihn heute Morgen gebracht. Ja, ganz genau. Mitzi. Alle göttlich. Bitte, nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie für Ihre Entscheidung brauchen. Vielleicht möchten Sie sich auch die hier noch ansehen. Unglücklicherweise haben wir nicht viel Zeit. Wir müssen unbedingt das Flugzeug erwischen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, Schatz. Mein Schatz, du hast 30 Sekunden. Wir müssen noch zu Harrods den Laufstall und die Wiege besorgen. Diese hier? Oder diese? Na, das reicht. Das reicht jetzt. Komm, wir müssen los. Komm schon, tut mir leid. Sie waren sehr hilfreich, Schatz. Haben Sie herzlichen Dank. Nur noch 2 Minuten. Nein, 30 Sekunden sind 30 Sekunden. Man kann doch so etwas nicht überstürzen. Ja, vielleicht kommen wir ja bald wieder. Ich verspreche es dir, Schatz. Dieses Mal entscheide ich mich. Na schön. Oh. Ach, ich bitte dich, du hast doch gesagt, du willst dich entscheiden. Vielleicht probieren Sie mal diese hier. Oh. Ich wusste, du hättest dich ausruhen sollen, Baby. Nein, komm her, Mitzi. Komm, oh, Mitzi, sei vorsichtig mit ihr. Ja. So. Verzeihung. Sitz. Wie fühlst du dich? Ach, es geht mir gut. Ich brauche nur etwas frische Luft. Okay, du solltest im Wagen warten. Komm schon. Aber meine... Ja, komm. Wir werden anstrengend. Mitzi. Okay, ich kümmere mich um den Hund. Würden Sie sie bitte zum Wagen begleiten, ja? Vielen Dank. Tut mir leid, dass wir Ihre Zeit verschwendet haben. Wir kommen sicher wieder, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind. Falls ich Ihnen damit helfen kann, ich glaube, Ihre Frau interessiert sich vor allem für diese hier. Na, Sie glauben. Es könnte ein teurer Fehler werden, wenn Sie sich irren. Was dagegen, wenn ich kurz rausgehe und frage? Dauert keine Sekunde. Aber natürlich, Sir. Bin gleich wieder da.
Ich habe euch gesagt, wir schaffen das. Na schön, das Spiel beginnt. Schritt 1. Wir müssen als erstes versuchen, die beiden anderen Spieler aus dem Turnier zu werfen. Die werden den Tisch nicht verlassen wollen. Denn wenn sie gehen, bevor das Spiel vorbei ist, ist ihr Einsatz weg. Die müssen gepusht werden. Danny, du hältst dich an Snake Eyes. Ja, Eddie und ich haben eine Kleinigkeit vorbereitet. Sagen wir, wir werden dafür sorgen, dass seine Gedanken woanders sind. Okay. Ash, Chip Lacey? Ja, ist alles vorbereitet. Ihn erwartet eine kleine Überraschung. Gut, dann gehen wir über zu Schritt 2, dem verräterischen Signal. Was für ein Signal? Oh Gott! Bitte sagt mir, er meint das nicht ernst. Ich habe damit nichts zu tun. Ich finde, das grenzt an Genialität, wenn ihr mich fragt. Lass dir was anderes einfallen, du Genie. Na, okay, schon gut. Was soll's sein? Ich weiß nicht. Wie findet ihr Zwinkern? Hm? Na schön. Kommt vielleicht schon eher in Frage. Wir lassen Jake ein paar Mal nach Dannys Signalen gewinnen, damit er Vertrauen fasst. Gut. Nachdem Danny von Jake geschlagen wurde, steigt er aus dem Spiel aus und es gibt nur noch Jake und mich. Und dann spielen wir unseren Joker aus. Stacy? Ich sollte Jake vor dem Spiel noch einmal einen Besuch abstatten. Meint ihr nicht? Glaubst du wirklich, dass das nötig ist? Ich finde schon. Aber du hast ihn doch bereits an der Angel. Wir wollen unser gesamtes Kapital einsetzen. Da muss ich sicher sein. Verzeihung. Ja? Hallo? Ja, ja. Hätte ich mal ein Genugen. Die Angelegenheit ist mal dicht bei der Mach. Das Werk, das du tut, ist so belangreich. Ja, ja gut, ja gut. Bedankt. Tag. Haha, ja. Ich glaub's nicht, dass ich das hier für 3 Pfund die Stunde tue. Du darfst nur eins nicht vergessen, ja? Dass du weder mich noch irgendeinen von uns kennst, okay? Schon klar. Also heute Nacht ist das hier eine ganz normale Bar, klar? Klar. Du hast mich noch nie gesehen, korrekt? Korrekt. Sehr gut. Ach, Ed, habe ich neulich meinen Füller hier vergessen? So einen goldenen, war ziemlich wertvoll. Glaube ich kaum, ich sehe sie heute zum ersten Mal. Nein, im Ernst, den habe ich hier vergessen. Nein, ich kenne sie nicht. Nein, Ed, hör auf mit dem Quatsch, ja? Tut mir leid.